Servus und Grüezi, hier ist wieder euer Buschi, heute mit einem Glitch auf der Karte Nacht der Untoten. Der, ich glaube, der einfachste Glitch ist, den es bei Call of Duty gibt. Dazu müsst ihr vom Anfangsraum aus die Treppe hochgehen, in diesen Raum hier rein. Ihr seht schon, ich stehe schon auf dem Glitch. So, und dann müsst ihr hier diese Linie entlang gehen. Bis ihr hier in der Ecke seid und euch dann hinsetzen. Folge ist, unter mir sammeln sich die Zombies an. Das werde ich euch gleich auch noch zeigen, wie das aussieht. Dafür, das ist auch das Schöne an dem Glitch, da kann jeder von jedem übernehmen. Ihr könnt mal tauschen, wenn einer sagt, ich möchte mal Pause machen oder mal nicht drauf schießen oder hat man nicht gesehen, kann man da ganz leicht nach einer Runde tauschen. Ihr seht auch, hier ist der Zombie. Der greift mich nicht an, egal aus welchem Fenster die kommen. Der geht automatisch runter und sammelt sich dort in der Ecke. Und zwar ist das der Raum, wo auch die Kiste ist. Das ist halt das Schöne an diesem Glitch. Ihr könnt halt dauerhaft Kiste gehen und immer die Waffen verwenden, weil punchen könnt ihr auf dieser Karte ja sowieso nicht. So. Und wie das jetzt im Glitch aussieht, werde ich euch jetzt zeigen. Dafür übernimmt einfach mal ganz kurz Tiger Bochum von mir. Natürlich funktioniert es jetzt nicht. So. Dazu, hier ist übrigens die Treppe, hier, die kauft ihr auf, habt ihr jetzt gerade gesehen. Und dann müsst ihr halt noch diese Tür aufkaufen. Was ihr nicht machen dürft, ist, dass diese Trümmer entsorgen, weil sonst kommen natürlich Zombies auch hier runter, ignorieren Tiger da oben, aber die werden nicht direkt zum Glitch laufen, sondern es könnte sein, dass sie dann zu euch kommen. Deswegen, und dann müsst ihr dieses Trümmerteil dort liegen lassen, weil alle anderen Zombies rennen automatisch gleich in diese Ecke hier. Könnt ihr auch immer schön kontrollieren. Dauert jetzt halt mit dem Zombie. Wenn ich töte den doch einfach. So. Ein paar Fenster flicken. Die, die nicht im Glitch sitzen, können sich hier hinsetzen. Oder direkt neben die Kiste. Halt nur nicht nah an die Zombies dran gehen. Das wäre halt nicht so gut. Ihr seht, ihr könnt während der Runde immer wieder an die Kiste gehen und immer wieder euch Waffen holen. Und ihr seht, wenn man richtig steht, man kann es prüfen, der Zombie rennt in diese Ecke. Und dann könnt ihr schön von hier hinten drauf schießen, Granaten werfen, alle Waffen kaufen, die leer schießen. Da würde ich euch auch empfehlen, alles was ihr kriegt, selbst so einen Granatwerfer, einfach zu benutzen und damit Zombies zu töten. So, das ist ein einfacher Glitch. Man muss vielleicht, wenn man die Linie da geht, so ein bisschen ausprobieren, ob man richtig steht. Manchmal ist es so eine Zentimeter-Sache, da steht man ein bisschen zu weit links, da klappt es nicht. Der oben im Glitch ist, sollte jetzt da oben nicht so groß herumfuchteln und rumbewegen. Kann natürlich auch Zombies töten, die aus den Fenstern kommen. Aber sonst halt versuchen, möglichst ruhig da oben sitzen zu bleiben, damit denen hier unten auch nichts passiert. Das war's von mir.